Leute, was geht, Schöpfgeschein? Gut, ich wünsche einen wunderschönen guten Tag. Heute drehe ich für euch das die besten Video diesen Monat und ich glaube, dass das ziemlich kurz werden wird, denn diesen Monat geht es um meine liebsten ersten Sätze in Büchern. Ich weiß nicht, wie gut ihr mich kennt, aber ich liebe erste Sätze und letzte Sätze und ich finde, die sind immer super wichtig und ach, I love them. Deswegen liebe ich auch die First Sentence Challenge so gern. Ich liebe die First Sentence Challenge. So gern. Okay? Gut. Auf jeden Fall geht es heute um die ersten Sätze. Ich muss mal aufhören, mir das Haar immer hinter das Ohr zu tun, weil das sieht ja scheußlich aus. Ja. Das hier ist ein Zweiteiler. Also es wird noch ein meine liebsten letzten Sätze geben, aber der kommt wohl erst im Januar, weil wir nächsten Monat, also im Dezember, ein anderes Thema haben. Fangen wir also an. Ich habe wieder 10 Stück. Wie immer. Und ja, wie gesagt, das Video wird wahrscheinlich kurz, weil ich nur die ersten Sätze vorlese und dann sage, den finde ich cool, weil... Und dann endet das Video auch schon wieder. Fangen wir also an. Das der zehntbeste erste Satz meiner Meinung nach geht an Fangirl von Rainbow Rowell. Wie ihr wisst, mochte ich dieses Buch nicht so gerne. Das hat 3 Sterne bekommen. Ja, ich finde es einfach nicht so gut. Aber der erste Satz ist... There was a boy in her room. Und ich finde den Satz irgendwie voll cool, weil ich mir so denke, okay, der settet irgendwie so die Scene. Man merkt, irgendwas ist da schon mal falsch, weil da ist ein Junge in ihrem Zimmer. Und man merkt direkt, dass Kath irgendwie weird ist oder dass sie das zumindest nicht so cool findet, einen Boy in ihrem Room zu haben. Und ja, ich weiß nicht, ich mag den Satz einfach. Ich finde, der... bringt einen direkt so in die Geschichte und ja, da wusste ich auch noch nicht, dass das Buch nicht so gut wird. Naja, Platz 9, merkt ihr, wie schnell das geht? Es geht sehr schnell, aber Platz 9 geht an 4 Farben der Magie von V.E. Schwab, also Victoria Schwab. Dieses Buch habe ich ja geliebt, das war eines meiner Jahresfavoriten 2017 und das war mit zum Teil auch wegen dem ersten Satz. Ach ja, bevor ich es vergesse, ich habe Prologe total ignoriert. Das ist wirklich nur Kapitel 1, erster Satz. Weil in der First Sentence Challenge, da ignoriert man Prologe ja auch, von daher. Ja. Der erste Satz hier ist, Kel trug einen ganz besonderen Mantel. Ich weiß nicht, wieso ich ihn so liebe, aber als ich ihn gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist irgendwie ein sehr besonderer Satz, weil welches Buch fängt so an? I don't know. Aber ich finde den einfach so schön. Auch viel schöner als den ersten Satz vom zweiten Teil. Der ist nämlich irgendwie, Delilah Bard hat eine... Nee, hatte irgendwie die besondere Fähigkeit, in Gefahr zu geraten oder Schwierigkeiten zu machen. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber den finde ich nicht so schön und den dritten habe ich dann noch nicht gelesen. Aber Kat hatte einen ganz besonderen Mantel, finde ich so schön. Vor allen Dingen, weil ich den Mantel so cool finde. Und ja, ihr solltet euch die Reihe auf jeden Fall ansehen. Ich hoffe, ich lese den dritten Teil bald. Platz 8 geht wieder an ein Buch, das ich nicht mal besonders gerne hatte. Und zwar ist das Magic of Blood and Sea von Cassandra Rose Clark. Oder wenn man ehrlich ist, an The Assassin's Curse, weil das ist ja 2 Bände, you know. Und ich mag diesen ersten Satz, weil ich finde, man checkt direkt, wie sie Enanna drauf ist. Ich lese vor. I ain't never been one to trust beautiful people and Taryn of the Herani was the most beautiful man I ever saw. Da merkt man auch schon direkt diesen Pirate-Slang, also dieses I ain't never been one. Normale Leute würden sagen, I've never been one. Wisst ihr, was ich meine? Und hier dieses ain't, ist immer so, Aber ich finde den Satz so cool, vor allen Dingen, weil das etwas ist, was sich durch die Geschichte zieht. Weil als sie Nagi kennenlernt, ist sie so, der ist so hübsch, aber irgendwie ist der auch hässlich, dir kann ich so halbwegs vertrauen. Also ich finde das schon cool, vor allen Dingen ist das irgendwie ein cooles Lebensmotto. Ich vertraue niemandem, der besonders schön ist. Weil irgendwie ihr Motto ist so, ich vertraue denen nicht, weil die es im Leben irgendwie so leicht haben oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich fand das sehr cool und den ersten Satz sehr, sehr gut. Und ja, leider konnte mich das hier ja nicht von sich überzeugen. Es war das erste Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe und es war direkt eine kleine Enttäuschung. Aber gut. Platz 7? Ja. Platz 7 geht an Percy Jackson, Diebe im Olymp von Rick Riordan. Ich mag auch den letzten Satz vom letzten Teil hiervon. Der ist irgendwie, das Ende der Welt begann damit, dass ein Pegasus auf mein Auto fiel.
Aber ich habe mir gedacht, komm, du nimmst nur ein Buch aus der Percy Jackson-Reihe. Und das ist in diesem Fall echt. Ich habe nicht darum gebeten, als Halbblut auf die Welt zu kommen. Und in dem Teil, der dann folgt, erklärt er halt so, yo, wenn du das hier liest, weil du denkst, du bist ein Halbblut, leg es wieder weg, leb normal weiter, keiner will ein Halbblut sein. Und ich finde das halt so cool. Und ich finde, ich meine, Leute, ihr wisst, wie sehr ich Percy liebe. Percy ist mein Baby. Und ich finde dieses echt, ich habe nicht drum gebeten, finde ich sau cool. Ihr solltet euch auch mal das Musical anhören zu The Lightning Thief. Wenn ich dran denke, verlinke ich es unten. Aber wahrscheinlich werde ich es nicht tun, deswegen sucht es so selbst. Und findet es toll, weil es ist sehr cool. Ich meine, Pia, meine beste Freundin, findet es nicht so geil. Aber ich liebe es, also solltet ihr euch das Ganze ansehen. Und ja, den ersten Satz mag ich und Rigor Jordan kann gute erste Sätze setzen. Manchmal nerv ich mich so sehr. Schlimm. Er schreibt gute erste Sätze. Deutschstudentin, wisst ihr? Boah, stimmt. So, Platz 6 geht an Simon Riz, The Homo Sapiens Agenda von Becky Abatelli. Hier ist es nicht nur der erste Satz, sondern der erste und zweite. Das habe ich bei keinem anderen Buch gemacht, also so mehr als einen Satz zu nehmen. Aber hier muss es sein, weil der erste Satz ohne den zweiten keinen Sinn macht. Nein, keinen Sinn macht. Seid ihr bereit? It's a weirdly subtle conversation. I almost don't notice I'm being blackmailed. Und ich mag den. Ich meine, Simon als Charakter war nicht mein Favorite. Ich fand, er hat ein bisschen genervt. Aber so sein Humor und so, finde ich, sieht man direkt in diesem Satz. Und ich mag einfach, wie er geschrieben wird. Der Schreibstil von der Becky ist auch sehr gut. Und ich mag einfach dieses, it's a weirdly subtle conversation. Das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, ich mag ihn und ich liebe ihn. Und ja, damit haben wir halfway erreicht. Merkt ihr, wie kurz dieses Video ist? Kann es auch sein, dass ich sehr schnell rede? Weiß ich nicht. Aber irgendwie, ich wusste schon, dass das hier kurz wird. Weil das nächste Monat wird wahrscheinlich sehr lang. Meine Mutter wird dabei sein. Macht euch bereit. Oh, meine Mutter werdet ihr übrigens nächsten Monat sehr oft sehen. Aber ich glaube, es ist okay, wenn dieses Video dann was kürzer wird, weil nächsten Monat. Macht euch bereit. Platz 5 geht an Die Sache mit Kelly und Caden von Jessica Sorensen. Ich finde, Jessica Sorensen hat einen der besten Schreibstile, den ich kenne. Jessica Sorensen ist eine meiner absoluten Lieblingsautorinnen. Dabei habe ich nicht mal viel von ihr gelesen. Ich meine, ich habe Kelly und Caden 1 und 2 gelesen, fand ich beide sehr gut. Ich habe Nova und Quentin 1 gelesen, fand ich gut, will ich aber nicht weiterlesen. Und Violet and Luke den ersten. Fand ich nicht gut. Aber trotzdem sehe ich sie einfach als eine meiner Lieblingsautoren wegen Sätzen wie diesen hier. Ich frage mich oft, was die Leute dazu treibt, Dinge zu tun. Und dann geht es weiter mit, ob es ihnen bei der Geburt eingegeben wurde oder sie es gelernt haben, als sie aufwuchsen. Vielleicht wird es ihnen sogar durch die Umstände aufgezwungen und liegt gar nicht in ihrer Hand. Hat irgendwie die Kontrolle über sein Leben oder sind wir alle machtlos? Das finde ich halt einfach schön. Ich finde die Gedankengänge, die Kelly und Caden hierin haben, super toll. Wie gesagt, der Schreibstil ist einfach toll. Und ja, ich weiß auch nicht. Ich mag den ersten Satz. Ich finde auch den ersten Satz in Nova und Quentin gut. Wobei ich den nicht mehr vor Augen habe. Und ja. Dann. Was wäre das hier für ein die besten Video? Wenn Six of Crows nicht da wäre. Leute, ihr würdet euch doch alle fragen, was ist mit diesem Mädchen los? Oder? Ich weiß. Kapitel 1. Joost hatte zwei Probleme. Den Mond und seinen Schnauzer. Können wir kurz darüber reden, dass er nichts aussagt? Ich weiß. Aber ich finde den so toll. Einfach weil beide Bände, also der hier und das Gold der Krähen, fangen aus der Sicht von einem ganz anderen Charakter an. Also um den geht es dann nie wieder. Der ist einfach nur kurz mal um so zu erklären, in was für einer Welt wir leben. Und dann verschwindet der ganz schnell wieder. Und ich finde halt diesen ersten Satz voll cool, weil dieser Hughes, der steht halt auf ein Mädchen. Und ich finde dieses, der Mond und seinen Schnauzer. Da habe ich mir gedacht, was ist denn mit seinem Schnauzer? Ich weiß nicht, ich finde diesen ersten Satz einfach voll cool. Und was so mit Hughes passiert, finde ich so. Ne? Weil wir kennen ihn nur ein Kapitel und dann passiert was und dann war ich traurig. Aber naja. Ich mag den ersten Satz halt einfach. Ja, damit sind wir in der Top 3.
Und die, also Platz 3 und Platz 2 sind sehr ähnlich. Einfach weil ich solche Arten von Sätzen liebe. Hier, der nächste, also Platz 2 geht an Legend, Fall in der Himmel von Mary Lou. So. Und hier nehme ich auch den ersten und den zweiten Satz, glaube ich. Und das ist auch so ein erster Satz, bei dem ich weiß, wie der ist immer, ne? Meine Mutter glaubt, dass ich tot bin. Wie man sieht, bin ich nicht tot, aber es ist sicherer, sie in dem glauben zu lassen. Entschuldigung, aber ist das einer der besten Sätze der Welt? Ja, ist er. Und wisst ihr auch warum? Weil der einfach direkt zeigt, in was für einer Welt wir hier leben. Er zeigt, unserem Protagonisten geht es nicht gut. Und ich weiß nicht, ich finde, man liest den und man ist direkt bereit für den Rest. Aber ich liebe Legend ja auch. Ich will es unbedingt mal rereaden, aber ich will das Ende nicht. Habt ihr übrigens mitbekommen, dass es einen vierten Legend-Teil geben wird? Könnt ihr mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, weil ich bin dagegen. Ach ja, übrigens, schreibt mir auch in die Kommentare, was eure liebsten ersten Sätze sind. Nee, aber zurück zu Driven. Ach Mann, Leute. Zurück zu Legend. Was soll das? Diese Reihe ist seit 35 Jahren abgeschlossen. Und ja, gut, ich bin eine Person, die das Ende vom letzten Teil gehasst hat. Aber das heißt doch nicht, dass ich mehr will. Ich habe abgeschlossen. Natürlich, ich werde es lesen. Ne? Aber eigentlich will ich es nicht, weil ich hasse das. Leute, das ist abgeschlossen. Und was denkt sich die Mary Lou? So nach dem Motto, ja, die Geschichte ist noch nicht abgeschlossen. Dann hättest du von vornherein sagen können, das ist ein Vierteiler. Also, oh nee. Das geht doch nicht. Man kann doch nicht. Ich meine, okay, gut. Lieber Dugo hat gesagt, es gibt einen dritten Six of Crows Band irgendwann. Und ich war Feuer und Flamme. Aber das, finde ich, ist auch was anderes. Weil die hat geschrieben, hallo, in ein paar Jahren irgendwann gibt's den. Und dann kann ich mich darauf vorbereiten. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende, aber noch ist nicht die Zeit, um die Geschichte zu beenden. Versteht ihr? Aber die war beendet. Und nicht gut, meiner Meinung nach. Aber sie war beendet. Und jetzt kommt Mary Lou und sagt, es gibt den vierten. Und ich denke so, nein, gibt es nicht. Ich bin doch mal gespannt, ob Mama den lesen wird. Weil Mama mag sowas nicht. Die sagt, es ist Geldmacherei, womit sie recht hat. Und die will das nicht so unterstützen, you know. Aber es ist Legend. Mal gucken, wie viel Erfolg ich haben werde. Platz 2 geht auf jeden Fall an Witwitch von Susan Dennard. Der zweite Teil der Witchlands-Reihe. Ich lese ihn auf Englisch vor, einfach weil wir alle wissen, ich liebe die englische Sprache. Englischstudent, hallo. Und wer sich jetzt fragt, was geht hier ab, ich habe eben gesagt Deutschstudent. Ich studiere Literatur und Sprachwissenschaften, was das ist halt Komponente Deutsch, Philosophie und Englisch. Und Philosophie und Englisch kann man halt entscheiden, welche man haben will. Also bin ich Deutsch- und Englischstudent. Erster Satz. There were advantages to being a dead man. Ja, er ist amazing, der Satz. Also ich würde gerne eingehen darauf, was er sagt. Kann ich aber nicht, das spoilert nämlich. Aber in diesem Buch denken viele Leute, dass andere Leute tot sind. Sehr frustrierend, by the way. Aber super gut gemacht und das hier bezieht sich halt auf einen der Hauptcharaktere, bei dem halt gedacht wird, der ist tot, aber der lebt. Und ich finde das so cool. Ich liebe alles, was mit toten Leuten zu tun hat. Also die Bücher natürlich, nicht in der wahren Welt. Ja, ich liebe diesen ersten Satz einfach. Das Buch fand ich nicht mehr so stark wie den ersten, aber die Reihe müsst ihr euch trotzdem angucken. Ja, und damit haben wir den besten ersten Satz erreicht, meiner Meinung nach. Das hier ist wieder einer, bei dem man, finde ich, sieht, dass die Autorin einen super Schreibstil hat, weil es ist amazing, dieser Satz. Und, ja. Viele erste Sätze hier sind mehr so Spaßsachen, you know, also so, die ich halt einfach cool finde, aber ich finde, der erste Satz aus Kuss der Lüge von Mary E. Pearson ist einfach ein sehr schöner erster Satz. Und zwar, heute war der Tag, an dem 1000 Träume sterben mussten und ein einziger geboren wurde. Komm, der ist schön. Komm, der ist schön. Ich meine, mein allerlieblingszitat aus diesen Büchern ist, die Wahrheiten der Welt wollen gehört werden, aber sie drängen sich dir nicht auf, so wie Lügen es tun. Und den liebe ich. Und hier den Satz finde ich halt auch so schön und so schön geschrieben. Ich liebe ja Mary E. Pearsons Schreibingsstil. Nee, Leute, das Video muss enden. So nicht.
Dieses Buch ist toll. Also dieses Buch jetzt nicht unbedingt, aber die Reihe finde ich hammergut. Und ja, ich finde diesen ersten Satz halt einfach so schön. Auch schöner Satz ist, opfere nie eine Stärke für die andere. Super schön. Ich finde einfach, hier sind voll die Weisheiten drin. Und ja, ich liebe dieses Buch, diese Reihe. Und ich liebe alles. Ich werde die irgendwann mal rereaden. Das habe ich mir fest vorgenommen. Ich weiß nur noch nicht wann. Und ja, das war's mit dem Video. Gott sei Dank, Leute. Was habe ich eigentlich für Sprachprobleme heute? Was ist hier los? Das geht nicht. Ich muss jetzt aufhören. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Tag. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was eure Lieblingssätze sind oder Sätze, die bei euch hängen geblieben sind oder eure Lieblingsbuchzitate oder so. Und ja, schreibt mir mal eure Meinung zu Legend 4. Weil ich bin dagegen. Dagegen. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und bis zum nächsten Video. Ciao.